Oh, Galakrond, jetzt sind nur noch wir beide übrig. Ich weiß, was ich tun muss. Die kleinen Ärmchen, Galakrond. Das Ende der Galakrons Ende, das Ende aller Dinge. Kein Stress. Zwei Mana Vernichtung. Vernichte deinen Feindchen nieder und alle Kopien davon, egal wo sie sind. Rafam gegen Galakrond! Ich bin unverwüstlich! Ich bin unaufhaltbar! Wo andere gescheitert sind, werde ich, Rafam, euch besiegen! Zartes Fleisch! Ihr seid zu gefährlich, Galakrond! Ich, Rafam, muss euch vernichten! Schafft man den Schlachtzugsboss problemlos allein. Ach so, das macht man sofort. Vernichten! Auf den Schwingen des Übels! Da war ja was. Ich bin der Anfang. Ich bin der Urdrache. Ihr seid nichts. Ich bin Rafam! Genau daran habe ich versucht. Ich weine um euch! Oder ich würde es, wenn ich selbst produzieren könnte. Es ist gut, ein Meisterdieb zu sein. Halt!
fordern? Für 3 Dämonen für den Hexenmeister Kampfschreffer, der eine spielbare Karte in der Karte in der Hand ist, gerne muss den nächsten Zug. Warte, Lakaien Erk freigeschaltet. 4 Mana, 2, 3 Erhältin, ein Lakaien auf die Hand nach dem Herrn Lakaien ausgeführt. Da hätte ich mir meine Hand gerade voll zugebaut. Wenn sich die Asche legt, werden die Überlebenden vor einem Namen erzittern: Rafam! Ja, ganz schön machen. Und so verschwand Rafam in den Schatten. Als der gefürchtetste Bösewicht aller Zeiten. Ganz recht, ich erzähle meine eigene Geschichte. Ich bin Rafam! Zipopat. Okay, gibt's einfach nur ein Bildchen. Dann geht's gleich weiter mit der Vorschau wieder. Dalaran ist vom Feind besetzt. Seid vorsichtig. Wir müssen uns aufteilen. Nehmt die Stadt ein. Ich suche nach Reno. Unsere Helden eilen nach Dalaran, um die Stadt zurückzuholen. Aber Rafans Überplan ist das. Begebt euch alle in die Stadt!
Moment! Wo ist Karl? Ja, Karl ist tot und Gustav lebt noch. Gustav, der Gefallene. Zweimal gehört natürlich endlich der Mittel, was er für zweite Frauen treffen und schlafen da mit gezogenen Hämmern aufeinander. Das ist viel Spaß. Karl gegen Gustav! Gustav, du bist es wirklich! Karl? Nein, das muss ein Trick sein. Hallo Gustav, wie geht's dir? Ich höre nicht zu. Das ist ein Trick. Melde mich zum Dienst. Ist aber nicht im Kampf gefallen. Das ist richtig verstanden. Ich kann nicht sicher sein, dass du es bist. Es könnte ein weiterer Trick sein. Wie heute. Gustav, du bist nicht böse. Hör auf, diesen Bösewichten zu helfen. Sie sind nicht böse. Es versteht sie nur niemand. Genau wie mich. Ein Duell also. So sei es. Das kannst unmöglich du sein. Du bist verschwunden. Wow. Ich bin nicht verschwunden. Du bist verschwunden. In den Katakomben. Für übel. Du bist ein Paladin des Lichts. Genau wie ich. Ich verstehe dich, Gustav. In den Kampf. In den Kampf. Melde mich zum Dienst. Eure Gegenwart ist eine Beleidigung. Ich verstehe alles, was ihr könnt. Das Licht wird mich beschützen! Das Licht schwingt. Das Licht schwingt. Aufhaltbar! Lass mich kurz verschnaufen. Entschuldigung. Ich muss defensiv spielen. Ich habe viele böse Dinge getan. Ich habe geholfen, diese Stadt zu stehlen. Das hilft mir, sie zurückzuholen, Gustav! Das Licht schwingt. Doch, wie? Ich dulde keine Unreinheit! Unaufhaltbar! Tut Buße! In den Kampf! Mein Beileid, dass ihr euch stellen müsst. Ich verstehe alles, was ihr könnt. Ich dulde keine Unreinheit. In den Kampf, den Kampf, den Kampf. Das Licht folgt meinem Willen. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. Unaufhaltbar. Thank you.
mich zum Dienst. Zu den Waffen! In den Kampf! Ihr widerliches Abenteuer! Wirklich, es tut mir leid. Karl, du hast komm zurück ins Licht, Gustav. Wir können wieder Kumpels sein. Wahrscheinlich in der nächsten Runde.